Geld verdienen im Internet. Nice. Heute stelle ich dir drei verschiedene Möglichkeiten vor, um als Anfänger im Internet Geld zu verdienen. Auch ich stand mal eines Tages vor dieser Entscheidung, das war im Jahr 2017. Und ich hätte mir damals so ein Video gewünscht, um ehrliches und offenes Feedback zu bekommen. Und darum mache ich heute dieses Video. Vielleicht stehst du am Anfang und du weißt nicht, was du machen musst. Dann habe ich einen Tipp für dich, schau dieses Video bis zum Ende und entscheide dich für eine Möglichkeit. Wir fangen mal mit der leichtesten Möglichkeit an. Das ist einfach Freelancing im Internet. Das heißt, jeder von uns hat einen Skill. Das heißt, du kannst beispielsweise Deutsch sprechen, wenn du dieses Video anschaust. Eventuell bist du gut in anderen Fremdsprachen. Vielleicht kannst du Webseiten aufbauen. Vielleicht kannst du Sachen übersetzen. Du hast so viele Fähigkeiten. Und jetzt könntest du diese Fähigkeiten dafür nutzen, um im Internet Geld zu verdienen. Auch ich habe mich mal damals in gewissen Portalen wie Fiverr oder Upwork angemeldet und habe meine Fähigkeiten, die ich erlernt habe, beispielsweise Werbung schalten im Internet, habe ich über diese Portale angeboten. Naja, ich hatte keinen großen Erfolg, denn nach kurzer Zeit habe ich mich weiter auf andere Business spezialisiert und fokussiert, aber du kannst dich auf Fiverr und auf Upwork anmelden und somit diese Freelancing-Tätigkeiten anderen Unternehmen und anderen Selbstständigen zur Verfügung stellen. Somit kannst du morgen schon ein Ticket buchen nach Thailand oder Indonesien. Könntest du einen Laptop mitnehmen und mit einer soliden Internetverbindung deine Freelancing-Tätigkeit von überall aus auf der Welt machen, während du deinem Laptop Geld verdienst. Ich erzähle es dir erstmal aus einer Unternehmersicht. Ich benötige viele kleine Aufgaben und wenn ich dann im Internet Freelancer finde, die diese Aufgaben erledigen können, bin ich bereit, ein gewisses Gehalt zu zahlen. Das heißt 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro für ein Projekt ist oftmals Standard. Jetzt stell dir mal vor, du machst sogar einen richtig guten Job und die Unternehmen sind nicht ganz halt genervt von deiner Arbeit, sondern die sind zufrieden. Dann werden sie Folgendes machen. Die werden immer mehr Aufträge bei euch buchen. Bis zu einem gewissen Level, dass ihr einfach Mitarbeiter benötigt, um das Ganze abarbeiten zu können. Das heißt, im zweiten Step habt ihr so viele Aufträge, dass ihr es nicht mehr alleine schafft. Dann könnt ihr weitere Mitarbeiter einstellen, die ausbilden, sodass sie die Arbeit erledigen können. Und schon seid ihr vom Selbstständigen, der alles selber macht, selbstständig, haha, werdet ihr zum Unternehmer. Ihr könntet aber auch auf den Step verzichten und sagen, Apo, was willst du von mir? Ich will gar nicht skalieren, ich will einfach nur entspannt rumreisen und das Leben ist schön. Und dann verzichtet ihr halt auf diese Mehraufträge und übernimmt nur so viele, wie ihr wirklich zum Leben benötigt. Und ja, lebt euer Leben, genießt euer Leben. Das Leben ist zu kurz. So, das war Tipp 1. Tipp 2 und Möglichkeit 2 ist auch eine Möglichkeit, die ich selber gemacht habe. Es war, by the way, mein erstes Business. Ich habe verschiedene Ratgeber auf Amazon veröffentlicht. Warum? Amazon gehört zu einer der größten Suchmaschinen der Welt. Das heißt, Amazon hat bereits Kunden und diese Kunden, die suchen nach verschiedenen Begriffen. Beispielsweise nach verschiedenen Ratgebern zum Fettverbrennen, beispielsweise Ratgeber für mentale Stärke, Ratgeber für Beziehungen etc. Das heißt, es gibt bereits diese Suchanfragen auf Amazon. Und mit dem Geschäftsmodell Amazon KDP habe ich damals diese Suchanfragen, ich habe zu den Suchanfragen das Angebot kreiert. Das heißt, ich habe verschiedene Bücher kreiert, als ich gemerkt habe, ah, okay, die Leute interessieren, wie sie Fett verbrennen können beispielsweise. Ich schreibe dazu einen Ratgeber, veröffentliche den auf Amazon und dadurch kann ich passiv im Internet Geld verdienen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe in meinem ersten Monat mehrere Bücher veröffentlicht, das heißt 5 bis 6 Bücher. In meinem zweiten Monat ebenfalls und dann bin ich langsam aber sicher, habe ich das Businessmodell gewechselt. Warum habe ich das Businessmodell gewechselt? Denn ich wollte was noch Größeres machen. Für mich war Amazon KDP zu klein, aber an sich hat es auch Vorteile, denn du kannst auf jeden Fall gut Geld verdienen, du kannst damit leben, du kannst damit machen, was du willst in deiner Freizeit, solange deine Bücher performen. Und ich finde es ein unheimlich gutes Anfängergeschäftsmodell, denn du kannst nicht viel Geld verlieren, denn klar musst du erstmal jemanden bezahlen, der diesen Ratgeber schreibt. Oder du schreibst ihn selber und musst dann jemanden Korrektur lesen lassen. Du musst jemanden für das Cover, also für das Bild bezahlen. Du musst verschiedene Soft Skills lernen, wie beispielsweise SEO auf Amazon, Marketing auf Amazon, wann kaufen Leute deine Bücher. Aber wenn du all das gelernt hast, was eine gewisse Zeit benötigt, dann kannst du ziemlich einfach da Geld verdienen. Das Problem bei Amazon KDP ist,
Ich finde, man kann nur bis zum gewissen Grad Geld verdienen. Alles, was drüber geht, ist sehr, sehr schwierig. Ich bin diesen Weg damals nicht gegangen. Ich habe gut Geld verdient, dann habe ich es gestoppt, habe ein anderes Business angefangen. Das KDP-Business lief dann nebenbei und hat immer noch Geld gemacht. Ziemlich gutes Geld, um ehrlich zu sein. Aber ich bin dann gewechselt zur Möglichkeit Nummer 3. Und das ist nämlich dein eigener Online-Shop. Und ich empfehle dir, deinen eigenen Online-Shop zu gründen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, jetzt hat dein Overkill geleistet. Das war zu viel des Guten. Aber auch ich habe mal an Tag 1 gestartet und habe angefangen, meinen ersten Online-Shop zu bauen. Und ich hatte keine Skills. Ich wusste nicht, wie man einen Online-Shop baut. Ich wusste nicht, wie man online verkauft. Ich wusste nicht, wie man Werbung schaltet. Ich wusste absolut gar nichts. Und heutzutage bin ich ziemlich gut darin, ganz vorsichtig formuliert, bin ziemlich gut darin, weil ich es mir einfach alles angeeignet habe. Ich habe es angeeignet, ich habe mir Theorie gelesen, ich habe mir Videos angeschaut, ich habe es umgesetzt. Da hatte ich ein Feedback, da habe ich weitere Infos aufgesaugt, hatte wieder ein Feedback, wie das Ganze ankommt. Und so habe ich mich Stück für Stück, Jahr für Jahr einfach vorgearbeitet. Und genau dasselbe würde ich dir auch empfehlen. Ich meine, einen Online-Shop aufzubauen ist jetzt vom Schwierigkeitslevel her wahrscheinlich das Schwierigste, was ich heute vorgeschlagen habe. Aber am Ende des Tages kann er am meisten Geld damit verdienen und hat am Ende des Tages den größten Unternehmenswert dadurch. Denn das ist dann ein richtiges Business. Auch in diesem Geschäftsmodell benötigst du nicht ein enormes Startkapital. Ja? Das heißt, im Gegensatz zu einem lokalen Laden, in dem du Produkte verkaufst, musst den Laden anmieten, musst Kaution bezahlen, musst Möbel bezahlen, musst die Ware bezahlen. Es gibt im Bereich Online-Shops Möglichkeiten wie im Bereich Dropshipping und Print-on-Demand, dass du all diesen Kopfschmerz einfach nicht hast. Du kannst dich bei Shopify anmelden, somit ist ein Online-Shop gehostet für 30 Euro im Monat. Es gibt verschiedene Dropshipping-Lieferanten, es gibt verschiedene Print-on-Demand-Lieferanten wie Marketprint und ja, das war jetzt mein Unternehmen. Ja, ich habe jetzt Werbung dafür gemacht. Das heißt, es gibt verschiedene Anbieter für all diese Produktkreierungsmöglichkeiten. Im Bereich Dropshipping kannst du weltweit Waren in einen Online-Shop mit reinnehmen. Bei einem Verkauf liefert es der Lieferant aus. Genau dasselbe gilt auch beim Print-on-Demand. Du kannst Designs auf Blanks ziehen, also auf nackte T-Shirts oder nackte Hoodies, sagt man immer, Designs drauf platzieren und bei einem Verkauf liefert es dein Produzent aus. Das heißt, sind Möglichkeiten, wie du einen Online-Shop günstig, sage ich mal, mit wenig Startkapital, ohne Warenlager einfach eröffnen kannst. Und du fokussierst dich nur auf Marketing und du fokussierst dich nur auf Tätigkeiten im Background wie Produktentwicklung, Designentwicklung, Produktkreierung. Das heißt, ich bin damals von meinem Amazon KDP-Business dann Richtung Shopify gewechselt und habe meinen ersten Dropshipping-Shop gestartet und bin dann ziemlich schnell zu Print-on-Demand rüber. Und seitdem bin ich im Print-on-Demand-Game selber aktiv. Den großen Vorteil sehe ich, wie bereits erwähnt, es ist schwieriger als die anderen Businesses, keine Frage. Aber wenn das heißt, kannst du viel mehr Geld verdienen und stellst dir einfach so vor, du hast jetzt in dieser Online-Welt so viel Möglichkeit. Du könntest so viel verdienen und du musst gar nicht der Beste in diesem Bereich sein. Denn die Besten sind bekanntermaßen Amazon. Ja, die machen sehr, sehr viel Umsatz. Das heißt, dir reicht ein kleines Stück vom Kuchen, dass du damit Geld verdienst, durch die Welt reisen kannst und das machen kannst, was auch immer deine Hobbys sind. Also, mein Tipp, du hast jetzt diese 3 Möglichkeiten gehört. Und ich will nicht in den Kommentaren sehen, so, das sind unmögliche Möglichkeiten, so, das geht nicht, damit kann man kein Geld verdienen. Natürlich kann man damit Geld verdienen. Man kann mit allen 3 Möglichkeiten Geld verdienen. Jemand, der was anderes behauptet, der hat entweder dieses Video nicht komplett angehört oder ist einfach zu blöd. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du im Bereich Print-on-Demand bleiben möchtest, schau weiter auf meinem Kanal vorbei. Ich gebe dir da mehr Informationen. Bei den anderen 2 Themen kann ich dir leider nicht helfen. Da bin ich kein Experte für. Musst dich auf Google oder auf YouTube selbst schlau machen und dir da deine Experten suchen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, du konntest heute hieraus was lernen. Schreib in die Kommentare dein Favorite Business und lass uns darüber diskutieren. Schreib die Vorteile und die Nachteile auf. Auch wenn du anderer Meinung bist als ich, du musst ja nicht derselben Meinung sein. Schreib es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.